Deutschlands Provinz ist auf Droge. Im ländlichen Nordrhein-Westfalen konsumieren die Menschen so viele chemische Rauschmittel wie kaum in einer anderen Region Europas. Also das ist so ein bisschen auf Knopfdruck, gutes Gefühl auf Knopfdruck. Seit Jahren steigt hier die Zahl der Konsumierenden. Ich glaube, die Jugend ist da so ein bisschen abgedriftet, ist so Mainstream geworden. Ey, lass mal einen Techno-Club gehen und Teile ballern. Ecstasy, Speed, neue Designerdrogen. Oft kommt die Ware bequem per Online-Shopping in den heimischen Briefkasten. Ich hätte niemals im Leben gedacht, dass mir Chemie noch mal so nahe kommen würde nach der Schulzeit. Also wirklich, das ist Wahnsinn. Aus den benachbarten Niederlanden kommt scheinbar unbegrenzter Nachschub. Die Drogenküchen sind in Bauernhöfen versteckt. Kriminelle Banden unterwandern ganze Dörfer. Vor 15 Jahren hätten wir gedacht, sowas passiert nur in Kolumbien, oder? Ein Drittel der Erwachsenen in Deutschland hat Erfahrungen mit illegalen Drogen. Egal ob Hausmann, Lehrerin oder Arzt. Rauschmittel sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Und auch in Dörfern und kleinen Städten nimmt der illegale Konsum zu. Warum nehmen so viele Menschen diese Drogen? Und wie verändert das Leben auf dem Land? Herzlich willkommen in Dülmen, der Stadt der Wildpferde im Herzen des Münsterlandes. Ein malerischer Ortskern und drumherum viel Natur. Ländliche Idylle fernab der Großstadthektik. Das verspricht das Tourismusbüro von Dülmen. Was in keiner Ausflugsbroschüre steht? Der beschauliche Ort hat noch eine Besonderheit. Hier ist der Pro-Kopf-Konsum der Aufputschdroge Amphetamin mit 265 Milligramm pro 1000 Einwohner höher als in Amsterdam, München und Barcelona zusammen. Zu diesem überraschenden Ergebnis kamen Forscher, als sie sich Abwasserproben der Dülmener Kläranlage genauer anschauten. Dülmen und die gesamte umliegende Region von Westfalen bis zum Niederrhein sind ländlich geprägt. Warum liegt gerade hier ein Hotspot für chemische Drogen? In einem kleinen Ort direkt an der deutsch-niederländischen Grenze sorgen Jakub und seine Jungs dafür, dass die illegale Ware ihren Weg zu den Konsumierenden findet. Und ihre Geschäfte laufen hervorragend. Und man fährt halt nach Holland und holt sich das, was man sieht. Ja, mit Bus oder so. Wir fahren mit Bus 10 Minuten dahin, dann haben wir das. Aber dann mit Roller über. Ich hab noch reingeschaut. Ich gehe auf Arbeit tagtäglich, aber das Ding ist einfach. Ich frag mich, warum ich das mache, weil jetzt verdiene ich so ja noch mehr Geld, wenn ich arbeiten gehe. Also einen Monat. Wir haben safe unsere 3K, 4K. Die gehen flat, die gehen locker. Wenn man einen Tag in Holland hat, man trifft sich mit dem, man nimmt einen Ort, man kann mit Roller rüberfahren und so, erstmal ohne irgendwas. Man trifft sich mit dem, dann machst du halt das Geschäft. Und dann fährst du entweder mit deinem Roller zurück über spezielle Wege oder ja, mit Fahrrad, aber da wird halt immer so spezielle Wege hier, wo du da kommst und wo eigentlich nicht viele Bullen sind. Wenn die Bullen hinter dir sind, dann liegt das ruhig. Das Geschild ist auch nicht schlecht, weil die so Adrenalin kriegen, wenn die dich jetzt kriegen auf dem. Aber wenn nicht, bist du cool, bist du weggekommen. Azubi Lukas ist einer der Abnehmer der chemischen Drogen aus den Niederlanden. Er kommt aus einem 500-Einwohner-Dorf nicht weit entfernt. Hier im Wald hat er schon als kleiner Junge gespielt. Es war sehr, sehr schön, sehr behütet, schön und grün. Man kann halt auch anders in die Abhängigkeit geraten und irgendwie ganz allein, wenn man richtig Pech hat oder vielleicht zu doof ist. Inzwischen hat Lukas fast alles ausprobiert, was seine Dealer im Angebot haben. Also in meiner Bubble, in der ich mich befinde, läuft halt alles über das Internet. Die verkaufen ja nicht nur eine Sache oder beschränken sich halt auf eine Sache. Wenn man dann halt erstmal eingestiegen ist in die Drogen, dann testet man sich halt so ein bisschen durch und ja, die Hemmschwellen sinken halt da immer weiter dann halt, ne? Auch Hausfrau Dunja kommt aus einer Kleinstadt am Niederrhein. Seit mehr als 10 Jahren ist die vierfache Mutter von Speed und Alkohol abhängig. Irgendwann mal verlierst du ja auch dein Selbstwertgefühl oder überhaupt
fühlst dich einfach nicht mehr du. Und das ist jetzt alleinerziehende Mama furchtbar. Meine Kinder sind nur glücklich, wenn die Mama glücklich ist. Jetzt will Dunja endlich einen Weg aus der Sucht finden. Aber der ist schwieriger als erwartet. Drogenabhängige und Drogendealer sehen sich, ziehen sich magisch an. Man hat dann auch nicht so die Möglichkeit, wie in der Großstadt, sag ich mal, sich von den Menschen fernzuhalten. Beamtin Anna hat immer versucht, ihre Kinder über die Gefahren von Drogen aufzuklären. Bis sie vor einiger Zeit selbst Ecstasy für sich entdeckte. Irgendwann fühlte das an und das war ein Gefühl, was ich noch nie gefühlt habe. Ich habe dann auch wirklich angefangen zu weinen, weil ich so überwältigt war von der Freude und dieser Euphorie. Es war wunderschön. Ich lag da am Mund. Wow, das, so kann man sich fühlen. Das ist absolut unglaublich. Eine knappe Autostunde entfernt im Hafenviertel von Duisburg bereitet sich die Kontrolleinheit Verkehrswege des Zolls auf ihren Drogeneinsatz in der Provinz vor. Hier sind wir. Wir machen jetzt hier ein Stück hier nach den Niederlanden. Ausfahrt in den Niederlanden. Auch für sie geht es heute ins Grenzgebiet. Ein Team positioniert sich an einer Autobahnauffahrt unweit des Grenzübergangs Venlo. Es dauert keine 2 Minuten, da haben die Beamten ein verdächtiges Fahrzeug im Visier. Stimmt zu 90%, muss man sagen, ist Erfahrung. Erfahrung ist bei uns ganz wichtig. Natürlich ändert sich auch im Laufe der Jahre was. Klar, die Verstecke werden teilweise wesentlich aufwendiger angelegt. Heute wird es verbaut, aufwendig verbaut, wo auch Karosseriebauer am Werk sind. Da hat man es natürlich ein bisschen schwerer, aber nichtsdestotrotz, wir haben die guten Hilfsmittel, das sind die Hunde und wie gesagt unsere technischen Sachen und eigentlich kriegen wir es damit hin. Heike Sennewald verfolgt die Kontrollen ihrer Kollegen genau. Die Beamtin ist Ermittlerin beim Fahndungsamt des Zolls. Wenn es größere Drogenfunde gibt, übernehmen sie und ihre Kollegen die weiteren Ermittlungen, um an mögliche Hintermänner zu kommen. Da stehen immer Netzwerke dahinter. Es ist schwierig, einfach so als Otto-Normalverbraucher einfach irgendwo hinzufahren und zu sagen, ich hätte jetzt gerne 10 Kilo Kokain und das Ganze dann auch selber in Deutschland wieder zu vertreiben. Gerade hier im Grenzgebiet kommt es immer öfter zu Großaufgriffen synthetischer Drogen mit Zuwachsraten im zweistelligen Bereich. Vor kurzem schreckte die niederländische Polizeiakademie Strafverfolger in beiden Ländern mit einer Studie auf, die es in sich hatte. Rund 1 Milliarde Ecstasy-Pillen und 600 Tonnen Amphetamine, umgangssprachlich Speed, werden demnach jedes Jahr in den Niederlanden produziert. Das entspricht einem Straßenverkaufswert von rund 20 Milliarden Euro. Zum Vergleich. Der niederländische Technologieriese Philips, einer der größten Konzerne des Landes, machte im gleichen Zeitraum einen Umsatz von 17 Milliarden Euro. Mehr als 80% der chemischen Drogen werden ins Ausland geschmuggelt. Ein Großteil davon über die deutsch-niederländische Grenze. Es gibt durchaus auch Kuriere oder Täter im Rentenalter, die auch gerade deswegen engagiert werden, wie es eben auch junge Täter gibt. Es gibt Familien, es gibt Frauen, es gibt Kuriere, die mit ihren Kindern unterwegs sind und Rauschgift schmuggeln. Ich selbst habe mal in Babywindeln was gefunden und den krassesten Fall, den ich mal gehört habe, war, dass eine Kurierin sich Brustimplantate hat setzen lassen. Ja? Oh, super. Und tatsächlich, Zollhündin Cleo friert vor dem Armaturenbrett des Fahrzeugs ein. Normalerweise ein sicheres Zeichen, dass sie Drogen erschnüffelt hat. Aber auch nach längerer Suche finden die Zollbeamten nichts. Ist gut, oder? Die Nasen der Tiere sind so sensibel, dass sie auch erschnüffeln können, wenn hier vor Wochen vielleicht mal ein Joint lag. Also weil er wieder in der Ablage war. Der Hund ist nicht so.
Für Carlos sind solche Zollkontrollen der größte Albtraum. Er hat heute noch eine Fahrt quer durch die westdeutsche Provinz vor sich, mit erheblichen Mengen illegaler Waren im Gepäck. So, das ist bei Ihnen 800 Gramm, ungefähr 40.000 Mark wert, und das ist meine Altlast hier. Ein Laden natürlich. Ja. Nee, also bei mir ist das, glaube ich, auch ein bisschen abgestumpft. Also für mich ist das wirklich so, okay, ich habe da jetzt anderthalb Stunden, zwei Stunden. Ich fahr kurz und habe dafür echt viel Geld bekommen. Also Nervenkitzel war es früher sicherlich. Auch so, ich weiß nicht, das, ich weiß nicht, was mich da gereizt hat, das mit der Waffe auch. Das war halt auch so, dass ich gesagt habe, boah, irgendwie ist das cool, aber eigentlich auch wirklich dumm. Also diese Fahrten sind halt schon so sehr leicht verdientes Geld. Aktuell ist ja auch so, dass alles eher teurer wird als günstiger. Da sagt man halt eher mal ja. Auch Carlos ist in einer Kleinstadt im Westen Deutschlands aufgewachsen. Irgendwann hat er sich mit ein paar Jungs aus einer Familie angefreundet, die mehrere Restaurants im Ort besitzt. Wir haben halt ein paar Läden, so halt ein ganz normales Business-Leben quasi. Nur dass da halt noch mehr ist. Und irgendwann bin ich da halt so reingerutscht und war dann relativ gut mit denen und habe halt für die dann auch mal Transporte übernommen. Also die machen da schon etwas größer, doch ein Netzwerk so, die haben ihre festen Städte, wo sie hinliefern. Also ich frage halt manchmal so, ey, müsst ihr mal wieder was fahren? Und dann kriege ich halt eine Antwort oder halt auf mich und dann fahre ich das halt. Hol es ab und fahre es dahin und dann gibt es da vielleicht immer 700, 800, 900. Weil wenn es mal ein guter Tag war, dann halt auch mehr. Angst, gefasst zu werden, hat Carlos nicht. Aber seit einiger Zeit nehmen seine Bedenken auf andere Weise zu. Also ich würde schon sagen, dass ich ein Sonderling bin. Ich versuche so moralisch korrekt das zu machen. Das klingt jetzt immer dumm, aber ich habe immer zu denen gesagt, ich will hier keinen Schrott für die fahren. Die ganzen chemischen Drogen, die verabscheue ich eigentlich. Gerade die jüngeren Leute, die es dann irgendwie angeboten bekommen im Club oder so und halt schon total betrunken sind. Ich glaube, die schlechteste Kombi ist, unerfahren, betrunken und dann neue Drogen auszuprobieren. Wenn ich überlege, dass meine Schwester irgendwann mal wegen irgendwelchen Peilen auf einer Toilette bewusstlos ist und dann da auf einer Clubtoilette verstirbt, also weiß ich nicht. Ich glaube, die Jugend ist da so ein bisschen abgedriftet, ist so Mainstream geworden. Ey, lass mal einen Techno-Club gehen und Teile ballern. Ecstasy, von Konsumierenden oft einfach Teile genannt, fing an, sich in den 90er Jahren in Deutschland zu verbreiten. Chemisch gesehen basieren die meist bunten Pillen auf dem Wirkstoff MDMA, der eng mit den klassischen Amphetaminen verwandt ist. In den ersten Jahren beschränkte sich der Konsum auf die Techno-Szenen in Metropolen wie Berlin und Frankfurt. Später verbreitete sich Ecstasy in Clubs im ganzen Land. Ein recht neuer Trend ist der Weg von der Party hin zur Alltagsdroge. Immer mehr Menschen konsumieren Ecstasy nicht mehr nur beim Ausgehen, sondern auch auf dem Sofa zu Hause. Für Touristen ist das ja auch ein schönes Wandergebiet. Ja, schön ruhig und nett hier. Ein Großteil der Ecstasy-Pillen und anderer chemischer Drogen kommt aus dieser Gegend gleich hinter der deutsch-niederländischen Grenze. Der aktuelle Boom bereitet Bürgermeister Joris Bengefort und Gemeindepolizist Willem Saris immer mehr Kopfschmerzen. Was so idyllisch wirkt, ist zum Hotspot der organisierten Drogenkriminalität geworden. Dit is een heel bekende smokkelroute naar Duitsland. Dit punt zeker. Dies ist eine sehr beliebte Schmuggelroute nach Deutschland. Es gibt natürlich die Konsumenten, die für den Eigenbedarf kaufen, aber es gibt auch Leute, die hier größere Mengen über die Grenze bringen oder die Drogen irgendwo in der Natur verstecken, damit sie später abgeholt werden. Ja, er zijn heel veel manieren.
Was dem Bürgermeister deutlich mehr Sorgen macht als der Schmuggel über die Grenze, sind die unzähligen Drogenlabore in Ställen und Scheunen in seiner Gemeinde. Fast jeden Monat werden von der Polizei in Winterschweig und in umliegenden Orten illegale Produktionsstätten entdeckt. Es ist eine ganze Industrie, was man sieht. Man sieht Fasse, es gibt ja ganz viel auch die Stoffe, wie man braucht, das zu machen. Es ist nicht nur so eine kleine Amateur-Ingenieur, wie das macht, aber es ist ein ganz Betrieb. Eine Industrie, die in Joris Gemeinde nicht nur Kriminelle anzieht, sondern auch die Natur zerstört. In einem Waldstück nicht weit entfernt vom Schmuggelradweg sind die Behörden auf riesige Mengen hochgiftiger Abfälle aus der Drogenproduktion gestoßen. Wo noch das Absperrband der Polizei hängt, wurden illegal mehr als 2000 Liter Chemikalien entsorgt. Das ist richtig synthetische Gift und, das, ja, und nicht nur einfach ganz viel. Und das ist, ja, glaube ich, richtig ein Problem. Die Produktion von einem Kilo reinem MDMA, der Hauptsubstanz von Ecstasy, verursacht rund 10 Kilo Giftmüll. Die gleiche Menge Amphetamin, sogar rund 30 Kilo. Darunter finden sich Chemikalien wie Salzsäure, Natriumhydroxid und Aceton. Substanzen, die eigentlich als Sondermüll entsorgt werden müssten. Niederländische Behörden rechneten kürzlich aus, dass jedes Jahr mehr als 7000 Tonnen dieser hochgiftigen Abfälle in der Natur landen. Die Chemikalien verunreinigen Böden und Grundwasser und konnten sogar im Getreide aus der Region nachgewiesen werden. Bram Endedijk sieht im aktuellen Boom chemischer Drogen nicht nur eine ernste Gefahr für die Umwelt, sondern für den Zusammenhalt der gesamten Gesellschaft. Der niederländische Autor ist seit Jahren auf den Spuren der Hinterleute des Geschäfts mit synthetischen Drogen unterwegs. Gerade ist er in einem kleinen Ort in Südholland. Nicht weit von hier sollen mehrere hochrangige Drogenbosse wohnen. Man kann nicht bestreiten, dass die Mafia, die hier mit Kokain und mit synthetischen Drogen handelt, einen großen Einfluss darauf hat, wie dieses Land funktioniert. Kronzeugen und deren Familien werden ermordet. Journalisten werden ermordet. Dinge, die die Demokratie untergraben. Vor 15 Jahren hätten wir wahrscheinlich noch gesagt, so etwas passiert doch nur in Kolumbien. Zurück bei den Jugendlichen auf der anderen Seite der Grenze. Ecstasy, Speed, Cannabis. Für sie sind die Drogen aus den benachbarten Niederlanden nicht nur ein lukratives Business. Bei ihren Schmuggelaktionen sind sie fast immer auch selbst auf Droge. Der Konsum gehört für sie schon lange zum Alltag. Bei mir war angefangen, weil meine Mutter gestorben ist mit der. Dann habe ich halt eine Lösung gesucht, wie ich gut schlaub, so Arbeit mit Gras angeschlagen. Und irgendwann mit dem Alter kommt halt, jeder Kollege zieht ab, jeder nimmt das, man will auch. Und dann irgendwann schürt er halt zur Abhängigkeit und man macht es irgendwann jeden Tag. Ich will es nicht vermeiden. Das merkst du eigentlich nicht so, weil irgendwann, dir macht das einfach Spaß, du weißt jetzt gar nicht, was du ohne Drogen machen musst. Ja. Bald schon wollen die vier Jugendlichen ihren nächsten Holland-Deal durchziehen. Die Nachfrage ist groß, die Einnahmen auch. Ja, man kann sich halt alles dadurch finanzieren, so. Urlaub finanziert, dicke Autos finanziert, womit man halt Tagabend mal rumfährt. Wir hatten schon M4, wir hatten eine 3 mit. Damit fahren wir halt um so. Der hat halt einen Fahrer, der hat einen Führerschein. Ja, und dann fahren wir halt mit, aber dann entdeckt einfach das Leben genießen so mit dem Geld. Man muss sich keine Wollen machen, was man gerade ausgibt und was nicht. Und dann geht man weiter einfach raus und im Endeffekt interessiert das ja gar nicht so, das ganze Geld. Eigentlich ist das da egal. Und Anziehsachen und so kaufen wir eh nichts. Aber wir haben schon lange klopfen die. Suchtmedizinerin Anne-Kathrin Ender arbeitet schon lange mit Konsumierenden im ländlichen Raum zusammen. Und auch sie ist erstaunt, wie sehr der Konsum chemischer Drogen in den letzten Jahren zugenommen hat. Die meisten von uns haben so eine Bullerbü-Bilderbuch-Idylle, wenn sie ans Landleben denken. Das sind die Kinder, die eben nicht vor der Playstation sitzen, sondern noch draußen spielen. Andererseits sind
Die Wahlmöglichkeiten, welchen Sport mache ich, wie gestalte ich meine Freizeit, wo gehe ich hin, wie viele Peergroups habe ich, wo ich mich dazugehörig fühlen kann, die sind kleiner. Weil die Dörfer oder Kleinstädte halt einfach ja, da beschränkter sind in ihren Möglichkeiten. Auch für Azubi Lukas fingen die Probleme irgendwann in der Schule an. Lernschwierigkeiten, Minderwertigkeitsgefühle, Versagensängste. Erst versuchte er es mit Medikamenten, dann überredete ihn jemand, Speed auszuprobieren. Halt Fokus. Irgendwie mag man das. Also Wachheit, alles wird gesteigert. Also man hat ja nicht einen wirklichen Rausch. Das ist ja das Ding. Also man spürt ja gar keine große Veränderung in der Umwelt, nur halt in sich innen drin. Aber schon bald kamen die ersten unerwünschten Nebenwirkungen dazu. Darüber panische Angst vom Schlafen. Also normal waren eigentlich so 2 Nächte, 3 Tage wach. Dann konnte ich auch arbeiten einigermaßen. Wenn es eine dritte Nacht wurde, der 4. Tag war schon anders wie die davor. Aber das kam eher selten vor. Und dann im Januar waren es dann auf einmal aus Versehen 5 Tage. Ja, man verliert das Interesse an aller Sachen. Man ist halt auch ab bei einem bestimmten Punkt nicht mehr fit. Oder sich mit Leuten zu treffen, das wird halt auch unangenehm für andere Leute, wenn man sich mit denen trifft. Noch schlimmer als der Schlafmangel ist für Lukas die Scham, die mit seinem massiven Drogenkonsum einhergeht. Man belügt sich selber, man belügt andere selber, die ganze Zeit. Es sind kleine Lügen, aber es sind Lügen. Und eigentlich nicht meine Art so, aber wenn sie es halt notwendig machen, um zu konsumieren, dann macht man das. Lukas ist in einen Teufelskreis geraten. Seine ständige Rastlosigkeit versucht er mit anderen Drogen in den Griff zu bekommen. Cannabis, Schlafmittel, Opiate. Heute hat er eine Droge dabei, die angeblich besonders gut beim Herunterkommen hilft. Sie hat eines der höchsten Abhängigkeitspotenziale. Und Lukas hat sie selbst erst wenige Male ausprobiert. Heroin. Das ist wohl was anderes, wenn man dieses Zeug spürt. Dann hilft es doch ein wenig, das rüber schneiden. Und dann schützt sich, glaube ich, wirklich wie in den Arm genommen. Dann so einfach nur ein bisschen leck. Macht es wieder. Die Augen werden ein bisschen schwer. Wie kann es sein, dass manche Menschen chemische Drogen gelegentlich konsumieren und andere nach kurzer Zeit süchtig werden? Ärztin Ender hat auch nach 15 Jahren im Job keine klare Antwort. Der Wunsch nach Berauschung ist ein ganz alter, wahrscheinlich so alt wie die Menschheit. Da gibt es Hinweise, dass selbst die Steinzeitmenschen schon mit Pilzen experimentiert haben sollen. Es ist aber einfach so, das sehe ich gerade im Gespräch mit den jüngeren Patienten, die hier hinkommen, das Leben, wie gesagt, einfach anstrengend ist. Ja? Die haben Zukunftssorgen, ja, einen gewissen Druck auch, der von außen kommt, auch die Schulzeit. Das heißt aber, das ganze Leben ist durch Sorgen, durch Unsicherheiten geprägt und eben durch einen gewissen Druck. Auch Hausfrau Dunja spürt seit ihrer Jugend diesen Druck. Trotzdem dachte sie lange, dass sie ihren Drogenkonsum im Griff hätte. Da ich auch schlechte Erfahrungen mit Männern oder in der Kindheit bezüglich Aggressionen, Schlagen durchleben musste, habe ich halt immer wieder in diesen emotionalen Dingen ganz schnell zu Drogen gegriffen. Und da habe ich mich finanziell ruiniert durch die Süchte. Und daraufhin habe ich auch Haftbefehle bekommen, wo ich gesagt habe, oh, was mache ich denn hier? Ich als Mutter im Gefängnis oder Haftstrafe, geht gar nicht. Dunja hat sich zum Gang in die Suchtberatung überwinden können. Vor allem für ihre 4 Kinder will sie einen Ausweg aus der Abhängigkeit finden. Bitte. Dankeschön. Schließen wir eben das Fenster, dann haben wir mehr Ruhe. Ein Kollege, von dem habe ich mal gelernt, der sagt immer, Sucht ist eine Gefühlsregulationskrankheit. Also, dass man immer mit
mit Substanzen versucht, die Gefühle irgendwie zu steuern oder wie an so einem Mischpult, an so einem Regler, die so einzupendeln, dass es dann gerade in dem Moment in der Situation passt. Ja, meistens betäubt man das alles, um nichts zu fühlen, Ruhe zu finden. Aber das als alleinerziehende Mutter dann ja auch anstrengend, weil da muss man ja manchmal auch ja, eher euphorisch sein oder am 6. Geburtstag dann fröhlich sein oder... Ja, aber dann gibt es ja auch wieder andere Methoden, sage ich mal so, ne? Andere Drogen, die dann auch einen pushen. Wo dann wieder an den... Ja, die einen funktionieren lassen dann. Zurück bei den Drogenkontrollen des Zolls. Bei der Postkontrolle ist heute deutlich mehr Betrieb als bei ihren Kollegen auf der A40. Mit mehr als 100 verdächtigen Sendungen aus dem regionalen Postverteilzentrum kommen die Beamten zurück in ihr Büro. Fast alle Päckchen haben ihren Ursprung in den Niederlanden. Hier mit der Beschriftung, das ist schon etwas szenetypisch. Und da haben wir schon unsere Erfahrung mitgemacht, dass da im Endeffekt auch Betäubungsmittel drin sind. Ja. Das ist dann schon offensichtlich. Da haben wir es hier mit Ecstasy zu tun. Auch ein bestimmtes Branding, also die Prägungen sind da ja auch immer individuell. Bei jeder einzelnen Mischung von Ecstasy. Hier haben wir dann natürlich dann so ein Eulen-Emblem. Und das ist dann auch auf jeden Fall schon mal ein Hinweis darauf, dass es keine gewöhnliche Substanz ist, die einfach nur nachgesendet wurde, weil man irgendwie seine Markentabletten im Urlaub vergessen hat. Zwei Trends sind für die Beamten bei ihrer täglichen Arbeit offensichtlich. Die Anzahl der Sendungen nimmt rasant zu. Und bei den Empfängeradressen ist alles dabei. Von der großen Metropole bis zum 100-Einwohner-Dorf. Weil im Endeffekt ist es ja mit einem Umschlag und einer Briefmarke getan. Man muss halt einfach davon ausgehen, dass bei einer synthetischen Droge, wo was zusammengemixt wird, der Konsument letzten Endes überhaupt nicht weiß, was er bekommt. Und es ist ein unheimlich großes Risiko. Und es ist eigentlich mehr oder weniger erschreckend, wenn man sieht, welche Steigerungsraten gerade in dem Bereich sich ergeben. Immer wieder stoßen die Beamten auch auf chemische Substanzen, die neu auf den Drogenmarkt hinzukommen. Jetzt bin ich mal gespannt. Tatsächlich 3CMC. 3CMC, ja. Eine der neuen synthetischen Drogen, die da sehr viel im Umlauf sind, ist also, das ist, die Stoffliste ändert sich jährlich zweimal und man muss halt gucken, dass man einigermaßen hinterherkommt. Da gibt es immer wieder neue Überraschungen und ich hätte niemals im Leben gedacht, dass mir Chemie noch mal so nahe kommen würde nach der Schulzeit. Also wirklich, das ist Wahnsinn. Nun beginnt für Ermittlerin Sennewald und ihre Kollegen bei der Zollfahndung die eigentliche Arbeit. Bei den größeren Drogenaufgriffen des heutigen Tages müssen sie schauen, dass sie an die Hintermänner kommen. Die weiteren Ermittlungen gehen natürlich in Richtung des Absenders, aber auch in Richtung der Empfänger. Und das Ganze wird anhängig gemacht bei der zuständigen Staatsanwaltschaft. Trotz seiner moralischen Bedenken arbeitet Carlos weiter als Kurier. Wenn auch weniger als früher. Heute muss er mit seiner illegalen Ware noch rund 200 Kilometer über Nordrhein-Westfalens Landstraßen und Autobahnen fahren. Ich war ihm fand ich, wie schnell man auch an Waffen kommt. Also, es war ja immer so, die erste habe ich ja quasi so als Mitbringer bekommen, als Sicherheit. Und war nicht relativ schnell auf einen Kontakt, wo ich musste, dann halt da auch was kaufen. Und wenn man die Leute kennt, die richtigen Leute kennt, dann kommt man da, so finde ich, sehr schnell dran. Für Carlos sind solche Transporte längst Routine. Hunderte Fahrten hat er schon absolviert. In manchen Zeiten hat er sich so im Jahr 40.000 Euro dazu verdient. Neben seinem normalen Job in der Gastronomie. Dann fährt man hin und weiß auch nie,
welches Auto oder so. Das wäre doof, wenn man sich das schon vorher schreiben würde. Und dann entweder schreibt man halt kurz, bin da, oder man ruft an und dann macht man sich zum Beispiel bemerkt bei mir, man macht das, den Warnblinker an, man weiß auch, okay, das Auto ist es. Oder man steigt halt kurz auf, man tut so, als ob man befreundet wäre, gibt es einen Handshake und sagt Moin. Hier, ich habe was Schönes mit. Dass es halt nicht auffällig ist. Also es ist nicht so wie so wie im Film immer wie dargestellt, dass das so in so Hinterhöfen passiert und man da irgendwie 27 Leute auf jeder Seite stehen hat, die dann quasi da Schmiere stehen. Das ist so, man fährt dahin, so wie so ein Ebay-Verkauf, kann man sagen. Man trifft sich kurz, verkauft es und fährt. Heute steuert Carlos eine Tankstelle nahe der A2 an. Der geplante Übergabezeitpunkt rückt näher. Am Ziel der illegalen Lieferkette, bei den Konsumierenden, reichen inzwischen wenige Klicks, um an die Ware zu kommen. Gerade hat Beamtin Anna neues Ecstasy bestellt. Alles online. Man muss sich ein kleines bisschen einlesen, aber wenn man das erstmal verstanden hat, den Prozess, dann ist es ja eigentlich erschreckend einfach, wie man sich einfach was bestellen kann und in 2 Tagen hat man es dann zu Hause. Also man muss gar nicht mit irgendwelchen unangenehmen Menschen auf der Straße in irgendwelchen Seitengassen sich treffen, sondern man kann das wohnbedingt von zu Hause machen. Ecstasy, das ist schon eine Droge, die funktioniert ziemlich zuverlässig, sage ich mal. Also das ist so ein bisschen auf Knopfdruck, gutes Gefühl auf Knopfdruck. Anna und ihr Partner bereiten gerade ihr gemeinsames Wochenende vor. Jetzt müssen sie nur noch warten, bis die Kinder übers Wochenende beim Ex-Mann sind. Das ist schon eine Belohnung, so ein Tag. Ne? Das ist ein Ausbruch aus dem Alltag, wo man auch wenn es vielleicht keine dringlicheren Probleme im Leben gibt, ist ja der Alltag schon etwas, der einen auch ständig fordert. Das sind dann schon einfach ein paar Stunden, in denen man mal so ein bisschen den Stress des Alltags auch vergessen kann und sich einfach mal auf sich und vielleicht auch seinen Partner oder seine Freunde, je nachdem, in welchem Kontext man das macht, dann konzentrieren kann. Musik hören, kuscheln, vielleicht auch Sex. Wahrscheinlich auch Sex. Auf der anderen Seite der Grenze, in Holland, arbeitet Investigativautor Bram weiter an seinen Recherchen über die Hintermänner des Business. Viele von ihnen leben in kleinen Dörfern hier in Südholland. Und ihre Geschäfte sind für die Nachbarn meist kein Geheimnis. Wenn du mit den Leuten sprichst und sie fragst, wusstest du denn nicht, dass der Typ in kriminelle Sachen verstrickt war, sagen die immer, doch, na klar, das wusste hier jeder. Und wenn du dann fragst, und, hast du auch mal dran gedacht, die Polizei zu informieren? Dann sagen sie, nein, nein, das ist deren Sache. Und übrigens, der Typ hat auch immer jährliche Dorffeste mitfinanziert. Während seiner Recherchen bekommt Bram immer wieder Drohungen. Und oft kommen sie aus dem direkten Umfeld der mutmaßlichen Drogenbosse. Wenn du über das Thema ein Buch schreibst, ist natürlich nicht jeder glücklich darüber. Ich habe einige Anrufe bekommen, wo mir das auch klar gemacht wurde. Ich möchte da nicht ins Detail gehen, aber ja, es passiert. Es war aber nie so schlimm, dass ich Polizeischutz brauchte. Es funktioniert oft subtiler. Aber die Message ist klar. Pass auf, wie weit du gehst. Bram lässt sich nicht einschüchtern. Das Ziel seiner aktuellen Recherchereise in die Provinz? Ein 300-Einwohner-Ort mit einem ganz besonderen Ruf. Bis vor kurzem standen hier ein berüchtigter Sexclub, eine Reitschule mit unterirdischer Drogenproduktionsstätte und das Haus eines der führenden Köpfe des illegalen Schmuggelgeschäfts. Die Vögel hier, die grünen Felder, die Kühe. Und gleichzeitig sind wir an einem Ort, der ein Hotspot der organisierten Drogenkriminalität war. Diesen Kontrast finde ich immer beeindruckend. Hier sieht man jetzt den Hinterhof des Typen. Und dort war sein Privatparkplatz, wo auch Nachbarn sich jederzeit ein Auto leihen konnten. Hier kamen diese beiden Welten zusammen. Einerseits ein netter Typ, einer von uns. Andererseits ein Mitglied der organisierten Drogenkriminalität. Für den deutschen Zoll haben sich aus den Spuren einer der Drogenpostsendungen aus den Niederlanden tatsächlich weitere Ermittlungen ergeben.
Heute steht die Hausdurchsuchung bei einem Beschuldigten an. Um 5 Uhr morgens sind Ermittlerin Sennewald und ihre Kollegen bereits unterwegs. Das kann ganz ruhig ablaufen und gesittet. Die Leute machen auf, man macht seine Arbeit, man vollstreckt den Beschluss, findet was oder auch nicht und geht wieder. Es kann aber auch sein, dass schon keiner aufmacht, dass wir auf andere Weise in das Objekt gelangen müssen. Es kann sein, dass Leute ausrasten in einem Einsatz, dass sie sich beschwert fühlen. Man weiß nie, wer einem die Tür öffnet. Und auch dann kann man den Leuten nur vor die Stirn gucken. Und Eigensicherung ist bei uns natürlich hoch groß geschrieben. Wir wollen alle wieder gesund aus dem Einsatz nach Hause kommen. Ja, wie besprochen, gehen wir rein. Die draußen bleiben, bleiben draußen, haben wir auch besprochen. Wir sehen eine Kommunikation, so sind wir alle in der Lage. Alles gut, okay, ran. Der Einsatz führt in eine ruhige Wohngegend, am Rand eines kleinen Ortes im nördlichen Rheinland. Nach einer halben Stunde ein erstes Zwischenfazit vom Einsatzleiter. Den Durchsuchungsbeschluss ganz normal umgesetzt am frühen Morgen. Die Familie war da, hat natürlich vorher geschlafen, geklingelt. Letztendlich ist es unsere Aufgabe, erstmal Sicherheit herzustellen im Haus. Auch der weitere Einsatz verläuft ohne größere Zwischenfälle. Den Zollbeamten gelingt es, eine Reihe von Beweismitteln sicherzustellen. Die Durchsuchung verlief insgesamt ruhig und es konnte geklärt werden, wo sich der Beschuldigte aufhält. Und diese Räume wurden dann entsprechend auch durchsucht. Verdacht auf Drogenbesitz in nicht geringen Mengen. Sollten sich die Vorwürfe vor Gericht bestätigen, kann das für den Beschuldigten eine hohe Geldstrafe oder sogar Haft bedeuten. Auch Drogenkurier Carlos ist kurz vor seinem Ziel, der Übergabe an einer Tankstelle. Auch bei ihm lief alles ohne Zwischenfälle. Trotzdem, jetzt ist auch er angespannt. Vor nicht allzu langer Zeit lief etwas schief. Das war wirklich so ein Netflix-Ding. Kam da hin, da standen viel mehr Leute, als eigentlich üblich ist. Und ich hatte da schon das Gefühl, irgendwas ist hier nicht ganz gut. Und dann bin ich halt ausgestiegen, habe die Tassen mitgenommen. Und zum ersten Mal wurde in die Tasche geschaut. Und es wurde gesagt, hier fehlt doch was, wo ist der Rest? Dann habe ich halt nur gesagt, hier, pass auf, ich habe damit nichts zu tun. Ich fahre das Zeug nur. Musst du bitte mit denen von mir da abklären, mit denen du das auch bestellt hast. Und dann war es halt so wirklich 20 Minuten, in denen die das dann abgeklärt haben, telefoniert haben. Ich habe mich immer so näher zu meinem Auto gegeben, weil ich wusste so, da habe ich was, womit ich mich im Notfall verteidigen könnte. Also, dass ich wirklich darüber nachdenken musste, vielleicht dieses Handschuhfach zu öffnen und es zu nutzen, was da drin ist, oder es auch nur anzudrohen. Also, das zu nutzen ist ja nochmal was anderes. Die tatsächliche Übergabe findet an einem anderen Ort zu einem späteren Zeitpunkt statt. Aus Sicherheitsgründen wird dort kein Filmteam mehr anwesend sein. Per Textnachricht meldet sich Carlos später. Alles okay. Bei Jakub und den anderen Jungs aus dem kleinen Grenzort läuft es deutlich schlechter. Die Polizei ist ihnen auf den Fersen. Inzwischen sind sie nur noch zu dritt. Vor wenigen Tagen wurde einer von ihnen festgenommen. Ich habe mich jetzt außerhalb hier nicht so wirklich hier blicken lassen, weil ich da weg. Und heute waren die Bullen bei ihm vor der Tür, aber der war zum Glück nicht zu Hause, sondern der weg. Manchmal bringe sie das schon zum Nachdenken, sagen die Jugendlichen. Trotzdem planen sie mit einem Kollegen aus Holland schon die nächste Aktion. Für die meisten im Ort seien sie ohnehin schon als hoffnungslose Fälle abgestempelt. Bei 2-3 Polizisten ist das so, wenn die einen schon meinen Namen kennen, so, wenn die mich dann halten, dann fragen die mich halt nur noch mal nach meinem Geburtsdatum. Aber meinen Namen wissen die halt schon so. Ich und da waren 5 Polizeibullis und so. Meine ganzen Nachbarn, alle Handy aus. Auf einmal wusste ganz, dass ich im Knast war. So, ja, man denkt dann so, man hofft, so darf nicht jeder das weiß, aber schon ein paar weiß so. Aber nicht jeder, auf einmal du kommst raus, ey, wie war Knast, ey, wie war Knast und so. Meine kleine Schwester, nicht Mutter auch, die hat mich schon mal gefragt, ob ich Drogen nehme oder ob ich schon mal im Gefängnis war, erst 6 Jahre alt ist und meine Cousins das erzählt haben. Und da habe ich da auch gesagt, das stimmt und so. Aber ich kann ja nicht immer anlügen. Das tut auch schon ein bisschen weh, so zu sehen, wenn die sich selber Sorgen machen.
Das Umfeld ist für Ärztin Ender einer der Hauptgründe, warum vielen Patienten der Ausstieg so schwer fällt, gerade hier auf dem Land. Wenn jemand was verändern möchte, das Problem ist, der steht unter Umständen sehr alleine da. Und viel Zeit, die davor durch Konsum, durch gemeinsamen Konsum, auch durch Beschaffen der Substanz, das fordert ja auch Zeit, die steht plötzlich zur Verfügung. Und dann kann so ein Wochenende, kann so ein Abend extrem lang sein. Dunja ist dabei, genau diesen Weg erfolgreich zu absolvieren. Natürlich fühle ich mich einsam. Manchmal hat mich das auch zerfressen. Dennoch denke ich mir lieber einsam, anstatt solche Menschen um mich herum. Im Nachhinein war ich immer schon irgendwo allein, weil man ja nie wirklich so angenommen worden ist, wie man in Wirklichkeit ist. Also ganz viele Menschen machen sich selbst was vor. Die denken, alles funktioniert, alles läuft super, aber tief im Inneren ist das noch viel kaputter wie bei mir. Also, da ich ehrlich bin und mir Hilfe suche, kann ich damit besser umgehen und lerne, damit zu leben. Dunja ist bereit, ein neues Kapitel in ihrem Leben aufzuschlagen. Und dafür will sie sich nicht mehr verstecken. Weder hinter irgendwelchen Drogen, noch hinter einer Maske. Beamtin Anna ist sich sicher. Sie wird es auch weiterhin schaffen, verantwortungsvoll Drogen zu konsumieren. Es gibt Menschen, die damit versuchen, Probleme zu bewältigen. Aber es gibt auch Menschen, die das einfach als Genussmittel nehmen, wie unsere gesamte Nation im Grunde genommen dem Alkohol ganz gerne mal frönt. Die Alkoholindustrie hat das relativ gut so gedreht, dass man immer sagt, Alkohol und Drogen, aber eigentlich ist ja Alkohol auch eine Droge. Und das ist gesellschaftlich vollkommen akzeptiert. Es gibt auch ganz normale Leute, die ab und zu mal eine Droge nehmen, ohne abhängig zu sein oder irgendwelche Probleme damit bewältigen zu wollen. Lukas ist noch nicht so weit, den Absprung zu schaffen. Auch wenn er weiß, was auf dem Spiel steht. Ich bin quasi eigentlich an dem Punkt angelangt, wo ich, wenn ich weitermache, halt mit Amphetamin die Schule verkacke oder vielleicht meine Freunde verliere. Und ja, meine Eltern werden halt auch nicht glücklicher dadurch. Also meine Oma würde, wenn sie es erfahren würde, wahrscheinlich komplett aussehen, also sofort tot umkippen. Ja, hätte ich gar nicht, ja.